Dies ist die Geschichte eines Mannes. Die Geschichte legte einen langen Weg zurück, um uns heute zu erreichen. Sie wurde von einem Scheich aus Ägypten an einen Arabischlehrer weitergetragen. Dieser Lehrer erzählte sie seinem Schüler und dieser war so begeistert davon, dass er sie verschriftlichte, um sie zu veröffentlichen. Es ist eine schöne Geschichte, die uns zeigt, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Herzen der Gläubigen wendet, wie auch immer er subhanahu wa ta'ala es möchte. Sie zeigt uns, dass die richtigen Worte zum richtigen Zeitpunkt Berge versetzen können. Und auch, dass egal wie schlecht wir auch sein mögen, wir niemals die Hoffnung aufgeben dürfen, uns verbessern zu können. Der Mann, um den es geht, hatte in seinem Erwachsenenleben noch keine 2 Raka gebetet. Geboren und aufgewachsen in Ägypten, hatte er ständig den Erwan und die Iqama durch die Straßen hören können, womit die Gläubigen zum Gebet gerufen werden, aber dem er selbst nie gefolgt ist. Im ersten Stock seines Wohnhauses befand sich eine Moschee, doch selbst betete er dort nicht. Er ging Tag und Nacht daran vorbei, auf dem Weg zur Arbeit, wenn er zum Shisha-Café ging, um dort Stunden mit seinen Freunden zu verbringen und auf dem Heimweg zu seiner Frau und seinen Kindern. Es war so selbstverständlich für ihn nicht zu beten, dass er die Moschee nicht einmal bemerkte. Eines Freitags kam ihm plötzlich eine neuartige Idee. Warum gehe ich heute nicht einfach mal zum Freitagsgebet? Nur um zu sehen, wie es ist. Ich werde es einfach versuchen, dachte der Mann. Er kam spät in der Moschee an. Der Imam sprach bereits. Als der Mann nach einem Platz zum Sitzen suchte, hörte er die Worte des Imams. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns gesagt, es gibt 2 Worte, die leicht auf der Zunge, aber schwer in der Waage und dem Allerbarmer lieb sind. Preis sei Allah und sein ist das Lob. Preis sei Allah, dem Allgewaltigen. Der Mann, der noch damit beschäftigt war, einen Platz zu finden, hörte nur diese wenigen Worte des Imams. Und obwohl es nur so wenige Worte waren, saß er ratlos da und wiederholte sie in seinem Kopf. Kalimatan, Habibatan, ila Rahman, Subhanallahi wa bihamdi, Subhanallahi al-Azim. Er konnte sich nicht auf den Rest der Khutbah konzentrieren. Er dachte die ganze Zeit darüber nach, was wohl der Sinn hinter diesen Worten sein könnte und was sie bedeuten mögen. Nach dem Gebet näherte er sich dem Imam und fragte ihn, ist alles, was du heute in der Khutbah gesagt hast, wahr? Überrascht antwortete der Khatib, ich habe heute ziemlich viel in der Khutbah gesagt. Was meinst du denn von genau? Der Mann antwortete, du hast diese Worte gesagt. Der Imam lächelte und sagte, ja, diese stammen in der Tat aus einem Hadith vom Propheten sallallahu alaihi wasallam selbst. Der Mann stand überwältigt und voller Ehrfurcht da. Die Worte waren in sein Herz gedrungen. Fasziniert wiederholte er weiterhin den Hadith des Propheten, immer und immer wieder für sich selbst. Er verließ die Moschee wie in Trance. Als er bei sich zu Hause ankam, versammelte er seine Frau und seine Kinder. Habt ihr gehört, begann er ihnen zu sagen, die Worte des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er hat uns gesagt, es gibt 2 Worte, die leicht auf der Zunge, aber schwer in der Waage und dem Allerbarmer lieb sind. Subhanallahi wa bihamdi, Subhanallahi al-Azim. Von diesem Moment an veränderte sich der Mann. Von zu Hause ging er zur Arbeit und von der Arbeit zur Moschee und von der Moschee nach Hause, um Zeit mit seiner Frau und seinen Kindern zu verbringen. Währenddessen hielten diese 2 Worte seine Lippen in Bewegung. Bald bemerkten auch seine Freunde aus dem Shisha-Café, dass er nicht mehr kam. Eines Tages kamen sie in seine Wohnung. Wo warst du? Fragten sie. Wir haben dich schon eine Weile nicht mehr mit uns rauchen sehen. Ein schöner, wehmütiger Blick kam über das Gesicht des Mannes. Habt ihr nicht gehört? Antwortete er seinen alten Freunden aus dem Café und erzählte ihnen von dem Ereignis an diesem einen bedeutungsvollen Freitag. Und so verbrachte er seine Tage. Er erinnerte seine Familie, seine Freunde, diejenigen in der Moschee und diejenigen, die auf den Straßen vorbeikamen, an die Worte, welche Allah subhanahu wa ta'ala liebt. Schwer auf der Waage, aber leicht auf der Zunge. Subhanallahi wa bihamdi, Subhanallahi al-Azim. Der Mann war von einer Person, die nie betete, wenig Zeit mit der Familie verbrachte und lieber eine Bar anstatt die Moschee besuchte, zu einer Person geworden, die sich nach Allah subhanahu wa ta'ala sehnte und dessen Augen sich mit Tränen füllten, wenn er Allah subhanahu wa ta'ala gedachte. Bald erkrankte der Mann. Es war erst ein paar Monate her, seitdem er zur Moschee gegangen war. Er sagte seinem Sohn, er solle die Moscheeverwaltung bitten, genau diesen Imam zu ihm zu schicken und ihn während seiner Krankheit zu besuchen. Als der Imam informiert wurde, erinnerte er sich sofort an den Mann und eilte zu seiner Wohnung. Als er hereingelassen wurde, sah er den Mann, wie er in seinem Bett schlief und den Arzt an seiner Seite sitzend. Der Imam setzte sich ans Fußende des Bettes und wartete darauf, dass der Mann erwachte.
Schließlich rührte sich der Mann und bemerkte am Fuße seines Bettes den Imam, der ihm die geliebten, edlen Worte des Propheten sallallahu alaihi wasallam erzählte. Der Mann sah den Imam an und erzählte ihm den Hadith. Sodann starb der Mann mit diesen Worten auf den Lippen. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi al-azim. Der Imam, der diese Geschichte weitererzählte, betonte, dass dies keine Geschichte aus Büchern der Vergangenheit war. Und es war auch keine Geschichte, um die Herzen der Menschen zu gewinnen. Es war die wahre Geschichte eines Mannes, der völlig von Allah subhanahu wa ta'ala getrennt war, dem Allah subhanahu wa ta'ala aber einen flüchtigen Gedanken eingab, die Moschee zu betreten und die Worte unseres geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu einer Zeit auf eine Weise zu hören, die seine Seele und seine Handlungen im Leben beeinflussen würden. Nun werden seine Taten weiterhin belohnt, auch wenn er in seinem Grab ist. Und jedes Mal, wenn einer von uns wegen seiner Geschichte daran denkt zu sagen, Subhanallahi wa bihamdi, Subhanallahi al-Azim, bekommt er mit Allahs Erlaubnis eine Belohnung, die ihm das Paradies ermöglicht. Mit dieser Geschichte können wir vielleicht auch den Sinn der Überlieferung verstehen, in welcher der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, übermittle von mir, auch wenn es nur eine Ayah ist. Wir wissen nie, welches Wort oder welche Handlung das Leben einer Person so beeinflussen könnten, dass sie zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückkehrt. Die Prüfung dieses Mannes ist nun vorbei, doch unsere hält noch an. Was werden nun unsere Taten und Worte sein, die uns bis ins Grab begleiten?